Deutschland, 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 Deutschland. Ja, wir sind Weltmeister. Wahnsinn, der Hammer. Das ist die beste Konradswoche, die es jemals gab. Unglaublich, die Siegerehrung läuft gerade noch so nebenher. Gucke ich mir das noch an. Der Hammer, einfach der Hammer. Eigentlich wollte ich Konradswoche ja mal wieder ausfallen lassen, weil ich gedacht habe, ach, da muss man bestimmt lange wach bleiben und dann habe ich keine Lust mehr. Aber ich habe Lust jetzt erst recht. Wir sind Weltmeister, Deutschland hat's geschafft. Ja, das ist ja Wahnsinn. Und zu meiner Woche kann ich da noch sagen, ich habe ja genau heute, also am Tag des Finales, habe ich ja noch kurz vorm Spiel eine ganz spontane Aktion gemacht. Ich habe gedacht, jetzt machst du mal das, das hast du bei der Ahornente schon mal gesehen, auch ein YouTuber, falls ihr den noch nicht kennt. Und gehst mal ein bisschen auf Chatroulette und fragst mal die Leute, was sie so tippen, wie das Spiel heute Abend ausgehen wird. Das habe ich gemacht. Könnt ihr euch reinklicken? Mal reingucken, war ganz lustig, hat mir auch richtig Spaß gemacht. Ich denke, das Format werde ich auch beibehalten, immer wenn ich Lust und Laune habe. Das wird dann so unregelmäßig einfach kommen, so wie es mir gerade passt, wie ich gerade Spaß dran habe. Genau, ich muss ständig darüber gucken, da läuft die Siegerehrung. Es tut mir leid. Ja, wir sind Weltmeister. Hurra! Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Ich habe gar keine Lust, jetzt über Let's Plays zu reden eigentlich. Ich will eigentlich über Fußball reden. Aber ihr wollt ja von mir was über Let's Plays hören. Ja, bei mir ist übliche Minecraft läuft. Da bin ich ja noch in meinen Einrichtungsversuchen, immer detailliert, ich gucke ständig darüber, ne, ist ja furchtbar, ich konzentriere mich jetzt mal auf euch, die Einrichtungsversuche, die ich da in Minecraft unternehme, ich muss darüber gucken, nein, die Einrichtungsversuche, gehen voran, es nimmt alles langsam Gestalt an, genau, dann, Outlast, könnt ihr da auch mal wieder reingucken. Da bin ich ja letztes Mal so verzweifelt. Jetzt startet allerdings die neue Aufnahmesession und ich meine jetzt langsam nach euren Tipps auch zu wissen, wie ich an der Stelle weiterkomme, wenn mich dieser grüne hässliche Typ nicht schon wieder so hinterrücks erdrosselt. Ja, GTA Online, die Folge bin ich noch am Rendern, die ist noch nicht ganz so weit. Die wird bis spätestens Mittwoch wird die online sein, genau. Gibt eine Folge, glaube ich, habe ich rausgekriegt. Ja, eine Folge. Bisschen längere, also eine halbe Stunde, dafür nur eine Folge. Weil der Stormy und ich, wir waren alleine und haben dann wieder gedacht, wir machen ein bisschen was Außergewöhnliches und haben zum Beispiel eine Runde Tennis gespielt, wo der kleine Konrad ein bisschen außer Rand und Band war. Aber das könnt ihr euch ja selber angucken dann, wenn es soweit ist, wenn es dann da ist. Genau, jetzt habe ich schon wieder darüber geguckt, ne? Ja, was haben wir heute noch? Den Weltmeister Konrad der Woche wird ja heute verliehen. Er ist ja quasi dann der Weltmeister. Ja, und er ist schon wieder ein Junge. Ich kenne einfach zu wenig weibliche YouTuber, deswegen werden so viele Kerle. Mensch, Mädels, stellt euch mal vor. Da kann ich euch auch mal küren. Ja, der Konrad der Woche, der Weltmeister Konrad. Eine große Ehre, große, große Ehre. Er ist ein Mensch, der sehr viel auch für unsere Let's Player Community tut, der alle tatkräftig unterstützt und der das auch vor allem richtig konstant macht, was ja auch was wert ist. Ich kann von mir sagen, zurzeit bin ich in der Community nicht so aktiv, was einfach daran liegt, dass ich privat so viel um die Ohren habe. Ich kann es ja vielleicht auch mal schon mal vorausschicken. Bei mir steht ein Umzug an. Ich weiß noch nicht genau wann, ich weiß noch nicht genau wohin, aber es wird dann wohl so sein, dass ich eine Weile, also ein paar Wochen wahrscheinlich, bis das mit dem Internetanschluss und so alles läuft, wird es keine Konradswoche geben, weil das mache ich ja immer aktuell. Let's Plays versuche ich so gut vorzuproduzieren, dass wir den Zeitraum überbrückt kriegen. Also da bin ich guter Dinge, dass ich das hinkriege. Nur Konradswoche, könnt ihr euch drauf einstellen, so in ein bis zwei Monaten könnte das sein, dass das mal ein paar Wochen ausfällt. Will ich euch schon mal drauf vorbereiten. Genau, ich schwenke schon wieder ab, ne? Der Weltmeister Konrad der Woche, ein konstant aktiver in der Community, der alle unterstützt, wirklich von A bis Z, der selbst auch ganz angenehme Let's Plays macht mit einer sehr angenehmen, ruhigen Art und Weise und einer schönen Stimme auch. Er ist ja mitunter auch dran schuld, dass ich jetzt Outlast spielen muss, ne? Dann kann ich es ja fast schon sagen, wer es ist. Und zwar ist das der Kanal Windtalker LP, der gute Markus, genau. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle, du hast es dir auch schon lange verdient, du stehst auch schon lange auf meiner Liste. Jetzt ist es Zeit und du hast sogar die große Ehre, der Weltmeister Konrad der Woche zu sein. Ist das nicht der Hammer? Das ist ja unglaublich, da kannst du mit deiner Assistentin jetzt einen drauf machen. Herzlichen Glückwunsch an meinen Konrad der Woche,
hochverdient. Guckt mal bei ihm rein. Genau, mehr will ich jetzt gar nicht sagen. Ich laber ja schon wieder so viel, glaube ich, ne? Jetzt ist aber mal gut. Jetzt wird gefeiert. Jetzt wird gefeiert. Wir sind Weltmeister. Yeah. Ciao. Tschüss. Baba.